Ja, in den USA ist das Wetter noch extremer. Es ist vor allem extrem kalt. Und das hat auch unerwartete Konsequenzen. In einem Sumpf in North Carolina sind sogar die Alligatoren im Eis festgefroren. Nur ihre Nasenlöcher ragen aus dem Wasser heraus. Aber keine Sorge, was Sie hier sehen, ja, das sind echte Überlebenskünste. Alligatoren haben keine eigene Körperkerntemperatur, sondern ihre Temperatur passt sich der Umgebung an. Heißt, sobald es kalt wird, verlangsamt sich der Stoffwechsel. Sie fallen in eine Winterstarre. Nur die Nasenlöcher müssen an der Luft sein, damit sie dann wieder atmen können. Und wenn es wieder wärmer wird, dann tauen die Tierchen einfach wieder auf.